Sind Sie schon registriert? Ich heiße Sie wieder herzlich willkommen zu unserem Format Kolloquium Spirit. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Ich lade Sie ein zu unserem Experten-Talk. Heute zu dem Thema Dankbarkeit, die Formel zum Glück. Und in dieser Runde oder in diesem Format laden wir uns immer gerne Experten ein aus unterschiedlichen spirituellen, kulturellen oder auch wissenschaftlichen Welten, denn wir wollen damit Türen öffnen, wir wollen damit Horizonte öffnen, wir wollen damit Ihr Bewusstsein öffnen oder auch im Idealfall Ihr Herz für die Dinge, die wir nicht sehen können, die wir vielleicht spüren können, und laden Sie deshalb ein, Dinge umzusetzen im Idealfall, die Ihnen auch helfen, Ihr Leben zu verbessern. In unserem heutigen Experten-Talk begrüße ich Frau Dr. Med. Friederike Wiechel, Ärztin an der Swiss Mountain Clinic, Gottfried Sumser, ein Kurs in Wundernlehrer, und Stefan Meyer, Bewusstseinslehrer. Bleiben Sie dran, es wird spannend und vor allen Dingen, es wird hilfreich. Ihr Lieben, herzlich willkommen, Friederike, Gottfried, Stefan. Schön, dass ihr wieder da seid und dass ihr mit mir über das Thema Dankbarkeit, die Formel zum Glück, sprechen wollt. Das ist ein sehr schönes Thema, ein Thema, das Energie gibt, und in welchen Fällen Dankbarkeit sich positiv auswirken könnte. Ja, eigentlich überall. Aber darüber wollen wir jetzt sprechen. Ich würde gern bei dir anfangen, liebe Friederike. Wie praktizierst du denn Dankbarkeit? Ist das ist das vielleicht etwas, was du tagtäglich ganz bewusst tust, oder also, wie gehst du um? Ich habe das Glück, dass ich mit einer Mutter groß geworden bin, die bei uns zu Hause an die Tür geschrieben hat: Die Dankbarkeit ist eine Gabe, die das Glück vollkommen macht. Und somit sind wir irgendwie mit dieser Lebensphilosophie groß geworden, mein Bruder und ich. Und was ich oft mache, nicht jeden Tag, weil ich glaube, ich habe das schon mittlerweile in die Zellen integriert, aber morgens aufzustehen, Danke zu sagen für die Nacht, Danke zu sagen für den Tag, und abends nochmal genau das Gleiche. Weil für Meditation und da tiefer abzutauchen, habe ich gar nicht so die Zeit in meinem Alltag, aber einfach dieser kurze Moment, sich bewusst zu werden, hey, ich bin hier, ich atme, ich bin verbunden mit dem Leben, ich habe zwei glückliche Kinder, mir geht's gut, ich bin nicht krank. Das sind so die Dinge, die ich praktiziere im Alltag, und ich probiere auch den Patienten vorzuleben. Mhm. Gottfried, wenn ich dich fragen darf, kann Dankbarkeit nicht sogar ein Teil unseres Bewusstseins werden, das dann einfach dann irgendwann täglich mitschwingt, dass man für alles dankbar ist, wie du sagst, ne? Du kommst eigentlich, hast gar nicht die Zeit, Meditation den ganzen Tag oder mehrmals zu machen, sondern dass man einfach, egal mit was, mit allen Zellen des Körpers, einfach dankbar ist. Du hast es ja schon in die Wiege oder wahrscheinlich in der Muttermilch mitbekommen. Ja, also Dankbarkeit ist eine wunderbare Medizin, die heilt. Mhm. Also eine heilende Medizin, würde ich sagen. Und für mich, ich erlebe es manchmal, wenn ich mich wunderbar in den Tag eingestimmt habe, in Dankbarkeit zum Beispiel, dann bin ich nicht so in diesem, ich bin im Flow der Dankbarkeit. Also alles, was mir begegnet, begegnet mir in Dankbarkeit. Und jede Begegnung ist Dankbarkeit. Dann sehe ich in dir keinen anderen Körper mehr, sondern ich sehe in dir den heiligen Freund. Mhm. Ich sehe, und darüber bin ich dankbar. Ich schaue in den Himmel und ich bin dankbar. Ich schaue in die Straßenbahn und ich bin dankbar. Ich kann sagen, ich bin dann überwältigt von Dankbarkeit. Und für mich funktioniert das ganz gut als ein praktisches Werkzeug. Gerne. Ich bin dankbar der Schöpfung gegenüber. Ich bin einfach nur, ich sage, danke Gott. Ja, und dadurch stelle ich die Verbindung zur Schöpfung her. Danke Gott. Mit allem, was ich dankbar bin, stelle ich die Verbindung her. Und wenn ich Danke der Schöpfung ausdrücke,
dann werde ich mehr und mehr in meinem Geist zu dieser Schöpfung. Und dann ist der ganze Tag von Dankbarkeit erfüllt, ohne dass ich dem Essen dankbar sein muss oder sonst einzelnen Dingen, sondern, wie gesagt, ich bin durchflutet von Dankbarkeit, so wie jetzt. Ja, jetzt mit euch hier zu sein, durchflutet mich mit Dankbarkeit und dann muss ich daran nicht denken, sondern es ist ein Seinszustand. Mhm. Und so sind wir in der Entwicklung, dass Dankbarkeit ein Seinszustand wird. Ja, indem wir uns erinnern, dass wir eins in der Schöpfung sind und da ist nur Dankbarkeit. Mhm, Dankeschön. Dankeschön. als Bewusstseinslehrer kannst du uns sicherlich auch sagen, wenn jemand wenn man die Dankbarkeit schon in seinen Bewusstseinszustand integriert, was dann letztendlich passiert, wenn man so durchs Leben geht? Man ist, Gottfried hat es schon gesagt, ein verbundener Mensch. Mhm. Ich würde mal sagen, wenn die Leute sich fragen, okay, Dankbarkeit, wie denn? Dankbarkeit kannst du als Ergebnis haben, und zwar, wenn du fühlst. Wenn du es schaffst, wirklich immer mehr aus dem Denken herauszukommen, in den Kontakt mit mir selbst, in die Wahrnehmung, in das Fühlen. Manchmal nennt man das Herz, Herzraum, aufmachen, mal mit meiner Aufmerksamkeit hingehen zu Dingen, wahrnehmen, was ist dort, ob ich mal einen Baum wahrnehme, mal fühle, ob ich einen Menschen fühle, ob ich mich mal fühle. Und wenn man dann wie Gottfried ein Mensch ist, der einfach fühlen kann, der offen ist, dann entsteht diese Dankbarkeit. Sie ist wie da. Es ist wie, wovon wir oft sprechen, die Liebe ist da, aber viele können sie noch nicht wahrnehmen, weil sie diesen Kanal, diese Wahrnehmungsebene noch nicht haben. Also finde ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, vom Denken zum Fühlen zu kommen. Sich also, wenn man wirklich dankbar sein möchte, braucht man für mich am Anfang ein bisschen Zeit. Weil wir so oft durchs Leben rennen, rushen, ganz viele Sachen durchdenken, die da ablaufen. Und jetzt müsste ich mich mal zurücknehmen. Müsste mal sagen, okay, jetzt mal einen Moment. Jetzt komme ich mal zur Ruhe, lasse mal die ganzen Sachen, die so ablaufen, alles, was ich denke, was erledigt werden muss, lasse ich mal kurz außen vor. So, und jetzt setze ich mich mal hin und nehme mich mal für einen Moment wahr. Und dann kommt der nächste Schritt. Wenn ich wirklich glücklich sein möchte, dann geht es nicht darum, dass ich das bekomme, was ich will im Leben, sondern umgedreht, dass ich das will, was ich bekomme. Also das, was das Leben mir bringt, das quasi zu akzeptieren, anzunehmen, damit in Verbindung zu gehen. Und dann entsteht für mich schrittweise diese Dankbarkeit, die irgendwann darin resultiert, in dem, was Gottfried beschreibt, dass man da sitzt und einfach dankbar ist. Und dann braucht man gar nicht mehr diese expliziten Momente, wo man sagt, ah, ich bekomme gerade ein Essen und jetzt bin ich dankbar für den, der es hierher gebracht hat, dankbar für den, der es angepflanzt hat, sondern die Dankbarkeit ist per se da. Mhm. Es ist ein Zustand. Es ist, irgendwann würde man noch sagen, das Wort Zustand auch noch rausnehmen, es ist einfach da. Es ist Dankbarkeit. Vielleicht sind wir sogar Dankbarkeit. Vielleicht ist es auch Dankbarkeit gleichzusetzen mit Liebe. Das ist dann aber egal, weil das sind dann schon Ebenen, die spielen gar keine Rolle mehr. Also meines Erachtens braucht es ein bisschen Zeit, wo ich Ruhe habe, wo ich ins Fühlen komme und wo ich auf die Dinge schaue, die da sind, anstatt immer wieder auf die, die nicht da sind, die fehlen. Mhm. Es ist auch Fülle, die du beschreibst, ne? Diese absolute Fülle, der Reichtum, den du eben so schön beschrieben hast. Und für mich ist Dankbarkeit auch irgendwie Urvertrauen. Also ich habe auch aufgehört, wenn ich Gebete spreche oder wenn ich mich verbinde, zu bitten. Ja. Ich bedanke mich, weil es ist doch da. Also, weil diese Bitte entsteht immer irgendwie aus einer Angst heraus, oder? Genau. Ich bin und mir fehlt was. Genau, mir fehlt was und ich habe Angst, dass ich es nicht kriege. Mhm. Ich bin in Sorge. Und wenn man es wandelt in dieses Wort mit hoher Schwingung, in dieses Danke, ich bedanke mich fürs Leben, dann ist man automatisch in einem ganz anderen Bewusstseinszustand. Genau, so ganz wunderbar, ja. So dieses in dieser Dankbarkeit zu sein, ist etwas sehr, sehr Kostbares. Ja. Ja, also es ist so, es ist ein Segen, in dieser Dankbarkeit zu sein und mit dieser Dankbarkeit seinen Weg zu gehen. In diesem Augenblick segnest du alles. Mhm. Ja, ich habe früher die Dankbarkeitsformulierung, als ich, dass mein, das Haar noch dunkel war,
habe ich die Dankbarkeitspraxis gelesen. Ja, du musst dankbar sein, weil für das, was du dankbar bist, das wird mehr zu dir kommen. Ich danke natürlich finanzieller Mangel. Ich bin dankbar dem Geld. Ich bin dem Geld dankbar und hat sich nichts verändert. Und eben, wir müssen herauswachsen, so wie du auch angesprochen hast oder auch du. Wir müssen herauswachsen aus der Idee, dann noch etwas zu bekommen, sondern wir sind im völligen Frieden, was da ist. Wir müssen nichts mehr verändern. In dem Dasein, in dem Seinszustand der Dankbarkeit muss nichts mehr anders sein. Es ist alles perfekt, jede Situation ist vollkommen. Und wenn wir dort sind, dann brauchen wir nicht mehr. Uns wird alles gegeben, was wir brauchen. Aber jede Idee, ich brauche mehr, und wenn ich es genügend visualisiere, werde ich es bekommen oder genügend dankbar bin, stößt es von mir weg. Denn ich will etwas und bin nicht bereit, das anzunehmen, was jetzt da ist. Das ist ja das, glaube ich, woran es in den meisten Fällen hakt. Es wird ja im Moment, werden wir ja alle ja erschlagen mit Angeboten, wie wir uns selbst optimieren und wie wir unsere Gedanken, unser Bewusstsein manifestieren. Und ich glaube, das ist eben einfach ein Riesendruckschluss. Ja. Ja, also du kannst den freien Willen nutzen, um irgendwelche Manifestationskräfte freizusetzen und dann das für manche scheint es manchmal zu funktionieren, aber nicht immer. Und das, was nicht immer funktioniert, das können wir vergessen. Dankbarkeit funktioniert für jeden für immer. Für jeden für immer. Und wenn es für jeden funktioniert, dann ist es ein hilfreiches Instrument der Schöpfung, um uns wieder an die Schöpfung zu erinnern. Das ist alles. Und nur aus diesem Grunde sind wir hier. Wir sind nicht hier, um Selbstoptimierung zu gestalten. Wir sind nicht hier, um mehr Geld zu machen oder mehr Erfolg oder so etwas zu tun. Wir sind hier, um in diesem Sein, in diesem dankbaren Seinszustand zu verweilen. Genau jetzt. Und der Zuschauer hat jetzt die Möglichkeit, genau dort jetzt zu verweilen. Du brauchst dafür keine Zeit. Du brauchst nur den Willen, das zu tun. Und das ist der freie Wille. Mhm. Ja, und das ist der freie Wille. Wir können nicht entscheiden, wenn wir entscheiden, diese Situation ist gut oder schlecht, dann nutzen wir unseren freien Willen, um Trennung wahrzumachen und damit uns von der Verbindung und somit vom Glück und Dankbarkeit auszuschließen. Mhm. Und wir haben hier eine wunderbare Möglichkeit, genau jetzt in diesem wunderbaren Seinszustand, wir sinken ins Herz hinein, wir strahlen aus dem Herzen heraus diese Dankbarkeit und erfüllen die ganze Welt damit. Und natürlich muss uns die Welt in Dankbarkeit begegnen, denn das, was ich gebe, empfange ich. Das Resonanzgesetz. Genau. Ja. Und dann auch wieder ganz wichtig, was Gottfried gesagt hat, wenn ich dann wirklich dankbar bin, achtsam dafür zu sein, wenn ich quasi noch in der Übung bin, dass ich nicht etwas erwarte dafür. Dass ich nicht erwarte, dass der andere jetzt auch dankbar ist, weil ich dankbar bin und dann eventuell enttäuscht werde, sondern wirklich bedingungslos. Und das darf man üben auch wieder, zu sagen, okay, ich bin dankbar dafür, dass du mir das weggenommen hast. Oder mir das jetzt angetan hast. Und aber nicht hintenrum, damit du damit aufhörst und es mir zurückgibst. Also dann auch wirklich sich sanft zu betrachten. Und vielleicht auch noch ein Hinweis für die Zuschauer, wenn Dankbarkeit jetzt aufgrund dieses Gespräches, was sie jetzt hören, nicht sofort beginnt und das Fühlen sich öffnet, dann darf, so finde ich zumindest, Dankbarkeit auch im Kopf beginnen. Weil wenn ich mit meiner Aufmerksamkeit aktuell noch hier bin, dann sage ich doch vielleicht erstmal, okay, dann bin ich jetzt mal dankbar, dass ich das gehört habe. Dann bin ich dankbar für diesen Tag. Ich spreche das jetzt mal aus, weil das darf ein Start sein. Ja. Denn dieses Aussprechen bringt es in meinen Raum, in mein Feld und es rutscht dann immer tiefer. Und wenn ich es wiederhole und in diesen entspannten Fokus oder sagen wir mal eine leichte Absicht habe, auch das tiefer ins Fühlen zu bringen, geschieht das mit der Zeit auch und es darf ein bisschen Zeit bekommen. Also es muss ja nicht immer gleich alles nach 2 Wochen dann schon gemeistert sein. Dass das bitte niemand vergisst, das gilt für jedes Thema. Es darf ein bisschen Zeit bekommen, aber eine Ausrichtung auf Dankbarkeit ist ganz sicher so viel wertvoller als eine Ausrichtung auf, ich manifestiere mir mehr, ich hatte doch hier eine Idee oder einen Traum, den wollte ich doch unbedingt. Das ist gar nicht notwendig. Alles, was du brauchst, wird dir gegeben und alles, was du jetzt brauchst, ist auch schon da. Ich danke dir für den wichtigen Impuls, Entschuldigung, dass man eben erstmal dann, wenn man halt jetzt im Kopf ist, dass man im Kopf dann erstmal eben einfach auch anfängt. Beim Schauspieler ist es ja auch so, wenn sich der in eine Rolle rein
arbeitet, dann ist das ja erstmal wahrscheinlich eine Kopfsache, bevor es dann in Fleisch und Blut übergeht und der dann die Rolle wirklich sehr authentisch spielen kann. Also das ist sicherlich sehr hilfreich eben für viele. Und noch was, wenn es eben nicht gleich funktioniert, also wenn ich zwar dankbar bin, aber es kommt mir keine Dankbarkeit entgegen, dann sollte ich das einfach als Indiz dafür nehmen, okay, dann bin ich noch nicht von ganzem Herzen oder noch nicht wirklich ganzheitlich dankbar, dann darf ich da noch weiter dran arbeiten, oder? Genau, und zwar möglichst entspannt, weil grundsätzlich könnte man auch sagen, es geht nicht darum, dankbar zu sein, damit sich irgendwas verändert. Ja, richtig. Maximal, dass sich in mir eine Wahrnehmung verändert. Also ich möchte, was wollen denn die Menschen? Sie wollen in Frieden sein. Das Erste eigentlich, was man erreichen möchte, ist, dass eine gewisse Ruhe da ist. Weil oft sind Gedanken, da sind Emotionen, da sind Sorgen. Und wir möchten eine Ruhe erfahren. Irgendwann, wenn man diese Ruhe hat, möchte man noch ein bisschen mehr. Dann möchte man auch Freude und Wahrhaftigkeit und irgendwann vielleicht Ekstase. Aber um erstmal zur Ruhe zu kommen, hilft es mir, wenn ich erkenne, dass das Leben auf meiner Seite ist. Und das erkenne ich, wenn ich fühle, dass all das, was ich brauche, wirklich da ist. Und da hilft die Dankbarkeit, indem ich die drei Sachen mal ausklammere, die nicht da sind und mir mal die 23 oder 97, was auch immer, wie viele Dinge anschaue, die da sind und einfach mal sage, okay, wow, danke, danke und es ein bisschen über. Ja, danke schön. Ich finde, dazu passt auch das Beispiel, wenn ich selber schon die Dankbarkeit in meinen Zellen habe und es lebe, es verankere, dann darf ich auch mal meinen Mitmenschen Danke sagen. Das macht man nämlich viel zu selten. Ja. Und was wir ab und an mal machen, sind so Dankeskarten einfach zu schreiben. Eine Karte mit Danke, das sagt man sich nämlich nicht. Man sagt sich eigentlich meistens nur die Dinge vielleicht, die man irgendwie nicht so mag und wo man sich irgendwie so in der Interaktion noch verbessern kann, gerade wenn es ein Geschäftspartner oder ein Kollege ist, ne, in der Familie. Aber wofür bin ich dir eigentlich dankbar heute an diesem Tag? Und das mal zu praktizieren, das schlägt Wellen. Der beginnt nämlich auch, der andere über die Dankbarkeit nachzudenken, die er vielleicht auch für dich empfindet, für dein Sein hier auf dieser Erde. Mhm. Ja, du veränderst die Wahrnehmung auch für den anderen. Ne? Ich wollte noch sagen, vielleicht kann man auch wirklich dankbar sein für manche Dinge, die man eben einfach nicht hat oder nicht bekommt, oder? Mhm. Weil wir können ja im Moment noch nicht sagen, wie sich das auswirkt, wenn ich das oder jenes habe. Und ich sehe das dann immer als göttliche Fügung oder was auch immer Fügung an, wenn eben etwas, was ich vielleicht angestrebt habe, weil ich das nicht erreiche, dann hat mich vielleicht das Leben vor etwas bewahrt. Absolut, oder? Absolut. Ich habe manchmal auch das Gefühl, ich bin einfach dankbar dafür, dass ich atme. Richtig, also wollte einfach, ich auch noch sagen. Auch wenn es mal schwierig wird, in schwierigen Situationen, wenn man nicht weiß, was soll ich jetzt eigentlich tun? Wie geht's weiter? Ich habe keine Ahnung, wie ich das Thema lösen soll. Ich habe keine Ahnung, wie ich diese Rechnung bezahlen soll. Jetzt ist alles zu viel. 1000 Sachen oder 4 Sachen kommen zusammen. Sich dann hinzusetzen und zu sagen, okay, ich atme. Weil das bedeutet, wenn ich atme, dann lebe ich hier. Also ich lebe, ich bin da und es geht weiter. Weil es geht immer weiter. Man stirbt tatsächlich nicht, weil eine vierte Rechnung gekommen ist. Auch wenn man nicht weiß, wie man sie bezahlen soll. Man stirbt davon nicht, es findet sich ein Weg. Und natürlich ist es schwierig, aber manchmal, wenn es, oder je schwieriger es wird, desto einfacher musst du darauf reagieren. Und zwar einfach nur, ich atme, ich bedanke mich dafür, dass ich atme. Ich öffne mich für die Situation und ich lasse sie wirken. Und dann, ganz oft, ohne natürlich zu wollen, dass es sich jetzt verändert, verändert es sich dann auf wundersame Art und Weise. Also, ich bin dankbar dafür, dass ich atme. Das ist manchmal der absolute Schlüssel. Mhm. Und Geduld. Mhm. Geduld ist ein wesentlicher Faktor. Das bringt mich zu der Frage, weil du sagst, vierte Rechnung ist da, ich weiß noch nicht, wie ich es löse. Es wäre sicherlich auch hilfreich, wenn ich auch dankbar bin für die nicht so guten Dinge. Ja, oder? Was ist gut, was ist schlecht. Eben, ja, das entscheiden das, ja auch wir. Genau. Aber ich wollte eben auf diesen Unterschied zwischen gut und böse, den wir dann oft machen, ne, oder zwischen dunkel und hell oder was auch immer. Ja, manchmal weiß ich es dann ja rückblickend, weißt du, wenn ich dann die Rechnung irgendwann auf verschiedene Umwege beglichen habe, dann zeigt es mir vielleicht, hey, was für ein Leben, was für ein Gottvertrauen darf ich eigentlich haben, weil mein Nachbar hat mir mal gerade 500 Franken geschenkt, warum auch immer. Mhm. Er hat im Lotto gewonnen, er gibt mir 500 ab. Das weiß ich ja in dem Moment noch nicht. Aber irgendwie kommt es gut. Und rückblickend erinnere ich mich vielleicht an den Moment und sage, hey, hätte ich mal in dem Moment, wäre ich mal nicht so verzweifelt gewesen. Weil am Ende kommt alles gut, wenn ich im Vertrauen bin. Wenn ich mich besinne, hey,
ich atme und es wird den Weg geben. Und meine größten Erfolge sind meine größten Niederlagen. Meine größten Niederlagen sind meine größten Erfolge. Ich würde ohne meine Niederlagen würde ich hier nicht sitzen. Ja, ich werde oft gefragt in Interviews oder wo auch immer, wie kam es denn dazu, dass du jetzt diesen Weg gehst oder dass du jetzt eben dies, all dies ja verkörperst durch meine Niederlagen, für die ich heute dankbar bin. Nicht in der Situation, aber im Nachhinein absolut. Wow, was für ein abgefahrenes Geschenk und was hat mir dieser Mensch für eine Möglichkeit gegeben? Augenscheinlich scheint er mich betrogen zu haben. Heute bin ich sowas im Frieden damit und so dankbar damit dafür, weil er hat nur eine Aufgabe erfüllt, für die ich heute dankbar sein kann. Mhm. Und wenn wir und ich habe vorher das Thema Geduld angesprochen, ja, und manchmal müssen wir es auch aushalten, in Situationen zu sein, die vermeintlich grässlich sind, die furchtbar sind, ja, wo wir nicht mehr, wirklich gar nicht mehr weiter wissen, wo sich gefühlt 1000 Probleme aufzeigen. Und einfach geduldig zu sein, in den Atem zu gehen, in einfach zurückzutreten. Ja, zurück, geistig zurückzutreten. Ich will nicht mehr recht haben. Ich möchte nicht mehr definieren, was diese Situation bedeutet, denn ich weiß es nicht. Mhm. Aber wenn ich definiere, was diese Situation bedeutet, dann bin ich sicherlich nicht in der Dankbarkeit. Ich bin in meinen konzeptuellen Themen, die ich aus der Vergangenheit gelernt habe. Oh, das ist der Untergang. Und ich stand schon oft vor dem vermeintlichen Untergang. Und derweilen ist es einfach nur ein Hinweis, ich möchte sagen, vom Universum, hey, da gibt es noch was anderes. Erinnere dich daran. Und dann kann ich wieder im tiefsten Herzen dankbar sein. Mhm. Ich würde euch gerne jetzt nochmal jeden Einzelnen danach fragen, was denn eure wertvollsten Tipps sind zum oder euer wertvollster Tipp zum Umsetzen, direkt auch für den Zuschauer zu Hause, in welche Richtung Dankbarkeit ja, erfolgreich ist für jeden Einzelnen. Also zu dem, was ich schon gesagt habe, vielleicht noch dazu, ist in Anlehnung das, was, zu dem, was Gottfried gesagt hat, nicht mehr so reaktiv zu sein. Es geschieht etwas und dann gibt es gewisse Anteile in mir, die sich sofort einhaken in diese Geschichte, sofort sie bewerten, sofort daran hängen, irgendwelche Szenarien aufbauen, irgendwelche Gedanken daraus kreieren und hier aufmerksam zu sein, zu sagen, da ist eine Situation, die ist dort und ich bin hier. Und quasi, als ob ich ein klein bisschen Abstand zwischen mir und dieser Situation lasse. Da reicht ein Millimeter oder vielleicht gefühlt ein bisschen mehr. Die Situation ist da, da liegt dieser Brief, da ist diese Geschichte, aber ich bin hier und ich atme. Und dann durch diesen Abstand, dadurch, dass ich nicht in eine Katastrophengeschichte reingezogen werde von Anteilen in mir, bin ich dann in der Lage, erstmal zu schauen, zu fühlen und kann dann auch schrittweise in Dankbarkeit kommen. Manchmal ist es in der Situation noch nicht möglich, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, dann braucht es diese Geduld. Aber ansonsten wirklich nicht zu sehr reaktiv auf eine Situation reagieren. Und ansonsten ist für mich, wenn ich dankbar sein möchte, die absolute Voraussetzung, dass ich fühle, dass ich in Verbindung bin mit Situationen, mit Dingen, mit Geschehnissen, mit Menschen. Dann stellt sich für mich die Dankbarkeit automatisch ein, denn wenn ich in Verbindung bin, fließen Informationen. Über Verbindung, über das Fühlen nehme ich viel mehr wahr als über das Denken. Viel, viel, viel mehr. Das heißt, ja, geht in Verbindung, fühlt einmal. Es gibt noch so einen weiteren Schritt, ich bringe ihn noch ganz kurz. Wenn ich diese Situation nicht mehr so stark benenne, wenn ich quasi, ist wirklich eine Kurzform, vielleicht haben wir irgendwann noch Zeit, dann erkläre ich das noch ein bisschen genauer. Wenn ich nicht mehr weiß, was diese Situation ist, also wenn ich rausgehe, sehe einen Baum, dann weiß ich schon, das ist ein Baum, der hat einen Stamm, der hat Blätter, im Winter hat er keine Blätter. Das heißt, ich weiß über diese Situation schon alles und kann gar nichts Neues mehr wahrnehmen. Wenn ich mal mich hinsetze und vergesse mal aktiv, was ich über dieses Ding weiß, dann kommen so diese Gedanken, hat Blätter, ich vergesse Blätter, hat Äste, vergesse ich auch. Ich vergesse die Farbe, ich vergesse, dass es Stamm heißt, ich vergesse, dass es Wurzeln heißt, ich vergesse alles, was ich darüber weiß und schaue dann mal hin. Dann habe ich dieses Wort, die Worte Baum und so weiter nicht mehr, ich schaue hin und erkenne etwas völlig Neues. Und so kann ich das mit jeder Situation machen. Mhm. Ich löse mich von der Situation, ich vergesse mal für einen Moment, was ich alles schon darüber weiß, gehe in Verbindung und dann entsteht ganz schnell etwas anderes als vorher. Dankeschön.
Friederike, vielleicht machen wir bei dir weiter. Ja, ich glaube, schöner kann man das gar nicht sagen, wie du es eben beschrieben hast. Für mich ist einfach wichtig, dass die Menschen lernen, wie ich es eingangs gesagt habe, für jeden neuen Tag auch sich in der Dankbarkeit zu üben. Ich glaube, das ist ganz, ganz einfach. Einfach fürs Erwachen morgens dankbar zu sein, für einen erholsamen Schlaf am Abend dankbar zu sein und auch sich im Urvertrauen zu üben, dass alles, was geschieht, genau so sein soll. Und dieser Satz, ich bin Liebe, ich bin Licht, der Himmel begleitet mich, den kann man einfach immer so ein bisschen sich vor Augen halten, sich durchdenken, der darf mich durch den Tag führen und dann weiß ich, alles geschieht so, wie es geschehen soll, in Dankbarkeit und Fülle. Dankeschön, Gottfried. Ja, also wie ich eingangs auch schon erwähnt habe, also ich möchte noch ein bisschen etwas anderes hereinbringen, und zwar, es braucht Disziplin. Ja, um Veränderung herbeizuführen, brauche ich Disziplin, und zwar geistige Disziplin. Ich weiß, dass Disziplin das Wort vielleicht für manch einen schon schrecklich ist, aber wir brauchen tatsächlich eine geistige Disziplin. Und so lade ich den Teilnehmer ein, also das, was du vorhin auch gerade gesagt hast, ist dann auch, hinter dem Baum siehst du das Licht. Ja, wenn ich alle Ideen wegnehme, was der Baum ist, dann wird plötzlich, aber das können wir nicht konzeptuell ausdenken und auch nicht theoretisch, ja, da ist das Licht, sondern wir müssen in die Erfahrung gehen. Und durch die Praxis kommen wir in die Erfahrung, durch die Disziplin kommen wir in die Erfahrung. 3x5 Minuten, das ist die Einladung. Ich wache morgens auf und bin der Schöpfung dankbar. Ich danke dem Licht, ich danke dem Himmel, ich danke Gott, ich danke der Schöpfung, danke, danke, danke. Und ich gehe immer tiefer in dieses Gefühl der Dankbarkeit. Und wenn ich von dieser Dankbarkeit erfüllt bin, dann mache ich eine Ganzkörpererfahrung der Dankbarkeit. Und das können wir mittags machen und wenn wir einschlafen, also wenn wir uns ins Bett legen, begeben wir uns wieder in dieses Gefühl, und nicht im Denken der Dankbarkeit, sondern in das Gefühl der Dankbarkeit. Und dann wird uns diese Dankbarkeit die ganze Nacht begleiten. Und wie wachen wir dann morgens wieder auf? Dankbarkeit. Ja. Wofür wir dankbar sind, laden wir vermehrt in unser Leben ein. Genau. Ne? Okay. Ja. Vielen herzlichen Dank. Ihr Lieben, dass ihr zu diesem wertvollen Thema einen Beitrag geleistet habt. Und ich würde mir wünschen, es würde große Kreise ziehen und würde Schule machen weiterhin. Im Idealfall lernen wir es oder unsere Kinder schon in der Schule. Ihr seid Menschen, die das weitergeben, dieses Bewusstsein. Und ja, es möge sich verbreiten. Und auch Ihnen zu Hause sage ich, ganz herzliches Dankeschön, dass Sie sich geöffnet haben für das Leben Dankbarkeit. Und wir wünschen Ihnen, dass es in Hülle und Fülle alles das, wofür Sie dankbar sind, Ihnen zum Segen werden möge. Wir freuen uns, wenn Sie uns das nächste Mal wieder zusehen, wenn Sie das nächste Mal wieder einschalten. Und wir wünschen Ihnen alles Liebe und Gute. Bleiben Sie liebevoll, bleiben Sie achtsam. Und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.